Hallo, guten Morgen. Heute geht's wieder an die Ostküste, aber ein Stückchen weiter. Und zwar werden wir genau an die östlichste und nördlichste Ecke von Taiwan fahren. Ich werde euch nachher nochmal sagen, wie der Trail heißt. Wir werden heute also wieder 2-3 Stunden wandern, vielleicht auch 4. Ich bin jetzt noch fix bei Luisa Café und habe mir meinen geliebten Mango-Grüntee geholt. Damit man auch genug trinkt unterwegs. Ich habe ja sonst immer zu wenig Wasser mit. Aber heute bin ich vorbereitet. Jetzt warte ich noch auf eine Kollegin und dann fahren wir zur MRT Station, wo wir dann eingesammelt werden. So, wir sind jetzt im Norden von Taiwan und am Meer. Von dem Parkplatz aus starten wir den Hike. Es ist jedes Mal richtig schön, hier ans Meer zu kommen. Losgehen. Wie schön ist es bitte? Der Wanderweg, man sieht ihn nicht so wirklich, aber da geht es durch. Hier. Da kommt jetzt gleich irgendwo Kerstin raus. Da. Ja, gut, dass wir ordentlich auftreten. Und die Schlange verscheuchen. Hier ist es immer noch der Weg. Oh Gott. Oh. Ich glaube, erstmal geschafft. Und das ist doch das Zeichen, es ist immer noch ein Wanderweg. Ich glaube, heute sehe ich meine erste Schlange. Ich habe es im Gefühl. Hoffentlich nicht hier. Nee, hoffentlich nicht hier. Hier kommt man nicht weg. Ja, ich krauche hier auch schon durch. Thank you.
definitiv die falsche Hose dafür an. Meine Beine sehen schon richtig, richtig schlimm aus. Wir haben ja vorhin auch was Großes neben uns laufen gehört. Hat aber ein bisschen mehr nach Ziege als nach Hirsch. Ich weiß nicht, wie ein Hirsch riecht, aber es hat nach Ziege gerochen. Ja, wir sind aber wahrscheinlich ein bisschen zu laut, um die Tiere hier zu sehen. Was halt mit den Schlangen gar nicht schlecht ist, dass man hier laut genug ist. Aber mit den anderen Tieren, so Ziegen, da war es wieder, Hirsche und so weiter, es ist ein bisschen schwierig. Das ist doch eindeutig Ziege oder Schaf. Vielleicht auch Hirsch. Müssen wir auch mal festhalten. Hier sieht es aus wie Wildschwein. Aber hier sind auch noch Spuren. Ne? Mal ganz kurz. Ja, was ist das wohl für ein Tier? Würde ich auch gern wissen. Oh mein Gott, wie einfach dieser ganze Wanderweg nur aus Gestrüpp besteht. Eigentlich könnte man das Meer sehen. Das blutet auf beiden Seiten. Das ist aber auch der Wahnsinn. Oh, von hier kriegst du das. Darüber wollen wir ja jetzt gleich. Da ist dieses Cape, wo wir hinwollen. Oh, ist das schön. Jetzt mal ganz kurz den Ausblick genießen. Oh, wir sind auf einem Friedhof. Wow, ist das schön. Da ist ein Friedhof und eine Schule, oder? Ja. Ja. Und da gehen wir jetzt lang, die Treppen da runter und dann da hoch, stimmt's? Da müssen wir ja doch gar nicht zur Straße. Nee. So, jetzt sind wir hier bei diesem offiziellen Touristentrail. Der ist eher ein bisschen kleiner. Also wenn man nicht so weit durchs Gebüsch laufen möchte, dann kann man hier auch ganz entspannt die Treppen hochlaufen. An der Grundschule vorbei oder was auch immer das für eine Schule ist. Zwischendurch mal mein Bein verarztet. Das hat so weh, weil die Blätter immer wieder in die Wunde sind. Jetzt sieht es aber schon deutlich besser aus. Aber schon noch schlimm. Tut aber nicht weh. Also für Long Long. Dort parkt man. Ja. Und dann muss man da, das ist das Gröllfeld, da muss man drüber, muss eng an diesem Felsen sein, den man von hier aus sieht, der an der Ecke ist. Ja. Weil sonst kommst du da nicht hin, muss an dem Felsen bleiben. Und dann kommt da eine größere Felsgruppe. Dort kann man klettern und davor ist diese Bucht, wo man super schön tauchen kann. Ja, genau dort. Sehr schön. Das muss ich unbedingt mal machen. Ja, ich würde noch ein bisschen warten, bis es vielleicht noch ein bisschen wärmer ist. Ja, und dann früh los. Genau. Dankeschön. Also, das ist ja jetzt hier dieser Trail, dann ist da die Heping Island, Keelung Island, Keelung. Und der Teapot ist der, der da rausguckt. Und das ist der Keelung Mountain. Und wir sind dort irgendwo rumgewandert. Ah. Da haben wir geparkt. Sehr schön, dann ist die Runde zu Ende. Und da sind wir durchgewandert. Ich glaube, wir sind da hinten bei den Häusern hoch.
da rum und hier hinten zurück. Wahnsinnsrunde. Also die Wanderung war wirklich unglaublich schön. Man muss sie auf jeden Fall mit einer langen Hose machen das nächste Mal. Bisher sind wir gelaufen fast 5 Kilometer und beinahe 3 Stunden. Also es ist nicht so weit, es ist eher die Begebenheit auf dem ersten Teil des Wanderweges. Hier ist es ja sehr touristisch und befestigt alles. Wir sind jetzt im Ort unten und laufen jetzt noch ein Stück am Hafen. Genau, und nach dem Hafen sind wir eigentlich im Endeffekt schon wieder am Parkplatz. Und dann ist die Wanderung auch schon vorbei. Das heißt, ich verabschiede mich diesmal gleich. Dankeschön fürs Zugucken. Hier nochmal Hafenview. Ja, und da hinten sind wir, glaube ich, in dieser Schlucht sind wir hoch. Da steht das Auto. Sehr schön.